Hallo und herzlich willkommen bei Thomas kocht. Auf Instagram hatte ich schon ein Foto von meinen selbstgemachten Würstchen und viele wollten dazu ein Rezept und genau das machen wir heute. Wir machen heute Schweinswürstchen, zwei Varianten davon und das Ganze ist wirklich viel einfacher als ihr denkt und es macht wirklich Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ich war beim Metzger meines Vertrauens und habe mir da das Fleisch geholt. Und zwar haben wir da einmal etwas Fettes, Schweinebauch. Und dann brauchen wir noch etwas Mageres. Und dafür eignen sich zum Beispiel Nacken oder auch Schulter. Ich habe in dem Fall hier Schweinenacken genommen. Vom Anteil her nehmen wir 60% mageres Fleisch. Also das ist jetzt hier tatsächlich relativ mager. Das zähle ich als mageres Fleisch. Und 40% fettes Fleisch. Denn wir brauchen das Fett, damit unsere Wurst nicht zu trocken wird. So, wir machen, wie ich eben schon gesagt habe, zwei verschiedene Würstchen. Einmal eine Fenchelwurst und einmal eine etwas klassischere Bratwurst. So, und dafür teile ich jetzt, ich habe hier insgesamt 2 Kilo Fleisch. Dafür teile ich das jetzt einmal auf, sodass wir etwa halbe haben. So, dann geben wir den Schweinebauch dazu, dass wir auf ungefähr 1 Kilo kommen. Die Schwarte solltet ihr abnehmen, aber das könnt ihr auch direkt vom Metzger machen lassen. Ich habe mir gedacht, nur für das Video ist es vielleicht ganz schön, wenn man das selber macht. Geht auch ganz einfach. Einfach Messer auf den Boden halten, flach halten und dann einfach das Fleisch drüber ziehen und schon habt ihr das weg. Das hier könnt ihr übrigens noch kurz aufheben. Das nehmen wir gleich, um die Zwiebeln so ein bisschen auszulassen. So, tatsächlich könnt ihr auch noch ein bisschen fetteren Bauch nehmen. Der ist mir fast zu mager. So, das schneiden wir jetzt in kleine Stücke, sodass sie in euren Wolf reinpassen. So, das gleiche machen wir hier mit unserem Schweinenacken. Auch den schneiden wir in kleine Würfel, die gut in den Wolf passen. So, wir haben jetzt jeweils 2 mal 1 Kilo. So, wir fangen an, machen unsere Fenchelwurst. Dafür nehme ich vielleicht zwei Teelöffel Fenchel. Den röste ich mir so ein kleines bisschen in der Pfanne an, ohne Öl, einfach bis ihr das Aroma riecht. Müsst ihr nicht unbedingt machen, aber ich finde, es holt nochmal so ein bisschen das Fenchelaroma raus. Mhm. Wenn euch der Geruch jetzt ein bisschen in die Nase steigt, dann können wir auch direkt loslegen, ab in den Mörser. Und dann machen wir das Ganze klein. So, zu meinem Fenchel gebe ich jetzt ungefähr einen Esslöffel Pfefferkörner. Also man sagt pro Kilo so ungefähr 2 Gramm Pfeffer. Das heißt, wenn ihr euch schon die Mühe macht, Wurst zu machen, achtet darauf, dass eure Gewürze auch gut sind. So, jetzt geht es an das Marinieren unserer ersten Wurst. Ich gebe jetzt hier unsere Würzmischung dazu. Das mache ich deswegen ganz gerne vor dem Wolfen, weil es sich dann einfach beim Wolfen schon direkt ganz gut vermischt. Pro Kilogramm Fleisch, guter Richtwert, 20 Gramm Salz. Ja, ihr könnt Gewürze, alle Gewürze nehmen, die ihr möchtet. Nur Salz und Pfeffer, finde ich, ist immer ganz gut, wenn man das abwiegt, denn dann habt ihr einfach mal so eine Grundwürze drin. So, das ist schon mal die Mischung für unsere erste Wurst. Da kommt gleich noch ein bisschen Knoblauch und Zwiebeln mit rein. Ich nehme die immer frisch, schwitze die aber vorher an, denn dadurch wird das Ganze deutlich besser bekömmlich. So, zum Anschwitzen der Zwiebel könnt ihr hier eure Schwarte nehmen. Das wird jetzt hier in meinem Fall an Fett wahrscheinlich nicht reichen. Und dann nehmen wir einfach ein bisschen Sonnenblumenöl oder Rapsöl mit dazu. Und dazu gebe ich jetzt meine Zwiebeln und Knoblauch. So, und jetzt drehen wir die Hitze runter, denn wir wollen nicht, dass die braun werden. Die sollen wirklich nur ein bisschen weich werden. Wir wollen hier keine Röststoffe drin haben. Die kommen nachher beim Braten der Wurst rein.
So, wenn die Zwiebeln so aussehen, wenn sie schön glasig geworden sind, dann geben wir das Ganze erstmal auf den Teller zum Abkühlen. Könnt ihr im Kühlschrank machen, wenn es schneller gehen soll. Oder macht das einfach als allererstes, dann haben die Zeit, während ihr euer Fleisch mariniert, können die Zwiebeln dann schön runterkühlen. Deswegen schön flach ausstreichen, dann kühlt das Ganze nochmal deutlich schneller ab. So, kommen wir zu unserer anderen Bratwurst. Da machen wir ein bisschen mehr Gewürze rein. Ihr müsst jetzt hier von den Gewürzen nicht alles nehmen, was ich da reinmache. Das könnt ihr wirklich nach Geschmack machen. Aber es gibt eine sehr, sehr schöne Wurst. So, ich habe hier edelsüßen Paprika. Da könnt ihr so 2 Teelöffel nehmen. Dann habe ich getrockneten Majoran. Dann nehme ich 1 Teelöffel. Ingwerpulver. Es hört sich teilweise sehr ungewöhnlich an. Dann nehme ich in dem Fall jetzt 1/2 Teelöffel. Das hier ist Massis. Das ist die Blüte von der Muskatnuss. Ihr könnt aber auch Muskatnuss nehmen. Aber hier sind wir jetzt deutlich sparsamer. Wir sagen so 1/4 Teelöffel vielleicht. So, dann haben wir hier noch frischen Koriander. Immer sehr, sehr lecker, finde ich. Ist auch optional. Den toaste ich mir ein kleines bisschen vorher an in der Pfanne. Auch 1 Teelöffel. So, Piment nehme ich auch so 1 Teelöffelchen und Kardamom, den müssen wir gleich noch aus der Kapsel rausholen, aber den können wir in der Kapsel auch ein bisschen antoasten. Hört sich alles sehr weihnachtlich an, sind aber meistens so die Standardgewürze in einer schönen Bratwurst. Das Ganze machen wir genau wie eben ohne Öl, einfach ein bisschen rösten, bis ihr das riechen könnt und dann geht das entweder in eure Gewürzmühle oder in den Mörser. So, das duftet jetzt hier schon wunderbar. Das geht ab in den Mörser. So, hier bei dem Gewürzmix könnt ihr euch wirklich austoben, wie ihr das möchtet. Da könnt ihr euer eigenes Familienrezept kreieren. So, das wandert jetzt auf unser anderes Kilo Fleisch. Auch hier wieder 20 Gramm Salz auf 1 Kilo. Wichtige Zutat habe ich vergessen, Pfeffer. Auch hier nehmen wir wieder so 1 Teelöffel. Kleinen Tipp hat mir mein Metzger noch gegeben, das werde ich jetzt hier in dem Fall nicht machen. 1 Gramm auf 1 Kilo reicht schon, dann könnt ihr die Würstchen im Kühlschrank ungefähr 2-3 Tage ohne Probleme aufbewahren. So, die Zwiebeln, die abgekühlten, die teile ich jetzt einfach hier Pi mal Daumen auf meine beiden Wurstsorten auf. So, jetzt Zeit für einen Wolf. Ich habe hier die mittlere Scheibe genommen, damit es ein bisschen grob wird, das Ganze. So, und dann geben wir das hier oben rein. So, und damit herzlichen Glückwunsch, haben wir schon Wurst gemacht. Das Ganze kneten wir jetzt noch ein bisschen durch. Ich fange auch hier wieder bewusst mit meiner Fenchelwurst an, damit ich nicht die ganzen Geschmäcker von den anderen Gewürzen damit reintransportiere. Wenn diese Wurst nachher fertig ist, wird noch ein super schönes Pasta-Rezept damit kommen. Nächste Woche vielleicht. So, und wenn das hier schon so ein bisschen anfängt zusammenzukleben, dann ist eure Wurstmasse auch schon fertig zum Befüllen. So, zum Befüllen unserer Würste brauchen wir natürlich einen Darm. Ich habe hier einen Schweinedarm, das ist Kaliber 2628. Das ist, wenn ihr einen Metzger habt, wo ihr euer Fleisch auch holt, gebt ihr euch den wahrscheinlich gratis mit dazu. Also ich habe jetzt hier nichts extra für bezahlt. Den legt ihr kurz in lauwarmes, nicht warmes, sondern wirklich nur lauwarmes Wasser ein. Dann ist der nämlich ein bisschen flexibler und dehnt sich besser. So, und den müssen wir jetzt nur noch aufziehen. So, das ist unsere Füllmaschine für die Wurst. Man kann das auch irgendwie ohne machen mit dem Trichter. Glaubt mir aber, da werdet ihr keinen Spaß dran haben, denn das ist eine richtig blöde Arbeit. Deswegen, wenn ihr Wurst machen wollt, leiht euch so ein Ding, kauft euch so ein Ding. Ich habe den hier mal unten drunter verlinkt. Wichtig hierbei ist jetzt, dass wir die Wurstmasse da möglichst am besten reinfeuern, was hier ein bisschen schwer ist gerade. Das geht doch. Denn wir wollen so wenig Luft wie möglich
hier in unserem Füllgerät haben, denn das kann dazu führen, dass unsere Wurst nachher platzt. So, hier hört ihr schon, wie die Luft rauskommt. Da seht ihr schon, hier kommt, müsst ihr wirklich langsam, da seht ihr die Lufteinschlüsse. Das ist jetzt zum Beispiel nicht so optimal, deswegen presse ich da noch ein bisschen und packe das dann einfach wieder oben rein. So, jetzt schieben wir hier vorsichtig unseren Darm drauf, das geht eigentlich ganz einfach. Ihr müsst aufpassen, wenn es zu schwer geht, dann habt ihr einfach ein zu großes Füllrohr genommen, dann nehmt ihr einfach eine Nummer kleiner. Wenn wir am Ende angelangt sind, machen wir hier einfach nur einen einfachen Knoten rein. So, und jetzt müsst ihr hier wirklich langsam das Ganze befüllen, nicht zu schnell. Und kleinere Lufteinschlüsse, die können wir ganz einfach nachher mit einer Nadel kurz ein bisschen reinpieksen. So, jetzt bin ich hier im Prinzip am Ende. Ja, geht sogar alles raus, wenn ihr da so ein bisschen pumpt. Ansonsten könntet ihr einfach die nächste Wurst einfüllen und habt dann einfach so ein kleines bisschen von der anderen Wurst mit drin. So, das Ganze drehen wir jetzt hier einfach. Schneid das kurz einmal durch, Messer oder Schere. Schere ist eigentlich besser. Und dann drehen wir das Ganze einmal kurz. So, und dann hält das auch schon. So, geht genau auf meinen Darm. So, jetzt müssen wir die abdrehen. Das geht eigentlich ganz einfach. Liebe Metzger, nehmt es mir nicht böse. Wir sind alle Hobbywurstmacher hier. Und zwar drückt ihr die, je nachdem wie lange ihr sie haben wollt, einfach ab und dreht sie so 3-4 Mal, 2-3 Mal reicht wahrscheinlich auch. So, wenn wir die jetzt nach links drehen, müssen wir die nächste, wichtig, einfach nach rechts drehen. Denn sonst drehen wir die quasi wieder auf. Und so weiter. So, die Würstchen könnt ihr einfach durchschneiden, das hält dann zusammen, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und wie gesagt, so könnt ihr sie einfrieren, direkt braten. Ich würde sie nicht lange aufheben, denn Hackfleisch hält sich wirklich nicht lange. Außer, wie gesagt, wie ich eben schon erwähnt habe, ihr macht da ein bisschen Ascorbinsäure mit rein. Ansonsten direkt frisch einfrieren oder eben braten. So, jetzt ist es Zeit, diese wunderschönen Würstchen zu probieren. Mmh. Wirklich sehr, sehr gut. Also probiert es unbedingt selber aus, die Mühe lohnt sich wirklich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen Lust bekommen, Wurst selber zu machen. In dem Fall freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, tut das gerne, denn dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Und dann sage ich viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.